Ey Leute, was geht? Habt ihr schon mal die Aussagen gehört? Ich glaube erst an Gott, wenn ich alt bin. Momentan habe ich auch ein bisschen Augenringe so unter meinen Augen. Trotz, dass ich eigentlich Urlaub habe. Ich weiß gar nicht, was los ist. Und wenn man die Leute dann fragt, warum glaubst du denn erst, wenn du alt bist, dann sagen sie, ja, weil es doch eigentlich erst drauf ankommt, an Gott zu glauben, wenn ich tot bin. Und heute schon nach diesen christlichen Maßstäben zu leben, das ist irgendwie unattraktiv und nicht so cool. Und von der anderen Seite aus wird von Atheisten, also Menschen, die nicht an Gott glauben, das uns Christen auch irgendwo ein Stück weit oft vorgeworfen. Nämlich, dass wir Christen leidige Ewigkeitsverdruss sind und für die heutige Zeit eigentlich nichts zu melden haben. Ob das stimmt und ob das wirklich so ist, darum geht's heute. Let's go. Gerade auch in der heutigen Zeit kommt dieses Thema immer wieder auf. Und heute werden wir mal in diesem ganzen Video probieren, das böse C-Wort nicht zu sagen. Und übrigens, das böse C-Wort ist nicht Christ. Okay. Es wird immer wieder gesagt, wir Christen würden die heutige Zeit nicht wirklich ernst nehmen und die Leute viel mehr, also anderen Mitchristen, viel mehr vertrösten auf eine Ewigkeit, auf eine glanzvolle Ewigkeit, auf ein Himmelreich, wo es dann wirklich drauf ankommt. Und was damit gemeint ist, ist oft eine zukünftige Zeit, eine Art Ewigkeit, wo wir mit hineingenommen werden, eine Art Himmel, Königreich Gottes, wie auch immer man es nennen möchte, wo wir dann Teil davon sein werden und wo diese ganzen Sachen dann auch hinweggenommen werden. Und für diese Aussage gibt es auch ganz starke Argumente in der Bibel. Zum Beispiel in Offenbarung 21, Verse 3 und 4 steht folgendes. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was mir an dieser Stelle ausgesagt werden möchte oder was Johannes, der Autor von diesem Buch, aussagen möchte, ist, dass bei Gott und in der Ewigkeit aller Schmerz, alle Tränen, alles, was irgendwie leidvoll ist, weggenommen wird. Und das klingt doch richtig nice, oder? Wenn diese Dinge, die plötzlich einen nerven, die irgendwie jucken, die irgendwie kratzen, die irgendwo im Wege sind, wenn die plötzlich einfach weggenommen werden können. Und ich glaube, darauf hätte wahrscheinlich jeder von uns Bock. Und das Spannende an dieser eigentlich starken Aussage ist, dass genau das dir auch zum Feind gemacht werden kann. Nämlich aus dieser Aussage kann man auch den Schluss ziehen, dass wir Christen uns eigentlich nicht dafür interessieren, was in dieser Welt so passiert, sondern eigentlich nur dafür interessieren, was in der Ewigkeit passieren wird. Und dann kommen immer wieder so Aussagen wie, ihr Christen, ihr fokussiert euch eigentlich nur auf den Himmel und auf die Ewigkeit und interessiert euch gar nicht für das, was eigentlich hier in dieser Welt so passiert. Und ich möchte jetzt nur mal zwei Punkte nennen, warum ich diese Kritik sogar ein Stück weit für berechtigt halte. Zum einen ist sie biblisch. Es hat einen bestimmten Grund, warum wir Christen so viel über diese Themen wie Ewigkeit, Himmel und so weiter sprechen. Nämlich, es ist ein biblisches Thema. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist der Kern des christlichen Glaubens. Der Kern des christlichen Glaubens ist nämlich, dass Gott seinen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das steht so sinngemäß in Johannes 3, Vers 16 drin. Und dieser Vers bringt ein Stück weit eigentlich nur das zum Ausdruck, was der christliche Glaube so als sein Kernstück hat. Nämlich, dass wir in dieser Welt leben und wir aber für einen größeren Sinn geschaffen worden sind, nämlich den Sinn, zu Gott zu gehören. Und Gott thront im Himmel, thront in der Ewigkeit und sein Reich Gottes wird irgendwann in diese Welt hineinbrechen und alles neu machen. Und das ist christlicher Glaube. Das heißt, Ewigkeit ist ein starkes Brett und super zentral für den christlichen Glauben und kann nicht einfach irgendwie weggewischt oder ignoriert werden. Und gerade ist es auch sehr spannend im Gegensatz zum Judentum. Das Judentum ist viel mehr von einer Dieszeitlichkeit geprägt. Das heißt, im jüdischen Glauben und im jüdischen Weltbild ging es viel mehr darum, im Bund mit Gott hier auf dieser Welt zu leben. Das Leben nach dem Tod oder gar eine Ewigkeit sind gar keine großen Themen und deswegen findet man noch fast keine Bibelstellen über dieses Thema, wenn man zum Beispiel im Alten Testament unterwegs ist. Aber für uns Christen ist es ganz anders, weil im Neuen Testament dieses Thema ganz stark in den Fokus gerückt wird. Es geht hier darum, dass Sünde bezahlt wird und dass somit Ewigkeit den Menschen gestattet wird. Die Menschen können Kinder Gottes werden und diese Kinder werden am Ende der Tage, am Ende der Zeit bei Gott selber sein. Das heißt, an dieser Stelle würde ich sagen, ist das eine berechtigte Kritik, dass wir Christen so viel über Ewigkeit reden, weil es irgendwo auch zu unserer christlichen Identität gehört. Und für etwas kritisiert zu werden, für das man irgendwo steht, ist irgendwie eigentlich auch normal. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Kritikpunkt, nämlich die christliche Weltflucht. Und diese zweite Kritik halte ich auch für sehr berechtigt, warum wir Christen oft als Ewigkeitsvertröster beschimpfen werden. Sagt man beschimpfen oder bezeichnet werden? Das trifft es wahrscheinlich besser. Warum wir Christen als Ewigkeitsvertröster bezeichnet werden? Und der Hintergrund davon ist, wir Christen haben eine relativ lange Zeit lang eine sogenannte Weltflucht begangen. Was meine ich mit Weltflucht? Klingt erstmal nach einem super strange Wort. Weltflucht meint eigentlich nur, dass wir Christen uns ein Stück weit zu sehr aus der Welt zurückgezogen haben. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen in die Kirchengeschichte reingucken. Im Zuge der Moderne
ist viel im christlichen Glauben passiert. Die Moderne brachte mit sich, dass Naturwissenschaft, Industrialisierung, Technik und all diese Dinge immer mehr zum Zentrum unseres Lebens geworden sind. Und natürlich blieb der christliche Glaube in der Kirche davon auch nicht unberührt. Wenn die davon nicht berührt werden, gäbe es zum Beispiel keine solchen Holy-Hirns-Videos. Kleiner Tipp an dieser Stelle, unbedingt diesen Kanal abonnieren, es kommen so viele geile Videos. Ha. Und was passiert ist, als plötzlich diese Themen aufkamen, da mussten sich die Kirche und die Christen die Fragen stellen, wie stehen sie dazu? Wie stehen sie zur Moderne? Und im Endeffekt gab es zwei Richtungen, die danach gegangen worden sind. Zum einen gab es den sogenannten liberalen Ansatz. Bei diesem Ansatz wurde ganz stark versucht, auf moderne Wissenschaft und Technik einzugehen und den christlichen Glauben dementsprechend anzupassen. Das alles durchdringt der digitale Wandel und zwar mit rasanter Geschwindigkeit und in allen Wirtschaftsräumen der Welt. Ein sehr bedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts namens Rudolf Bultmann hat einmal gesagt, dass wir Christen nicht ernsthaft Kühlschränke und Radios benutzen können und gleichzeitig glauben können an die Dämonen- und Götter- und Engelwelt der Bibel des Neuen und Alten Testamentes. Er sagte im Endeffekt, durch die Moderne zerbröckelt das Weltbild, das die Bibel und der christliche Glaube transportiert und deswegen können wir das nicht mitnehmen, das muss hinter uns bleiben und wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir wirklich noch festhalten können, an die wir wirklich noch glauben können. Und diesem Aufruf sind viele gefolgt und viele Theologen haben sich dieser Auffassung angeschlossen. Und es gab aber noch einen zweiten Weg, wie man mit der Moderne und mit diesen Themen auch in der Zukunft umgehen könnte. Auf der anderen Seite waren die sogenannten erweckten Kreise oder konservativen Strömungen innerhalb der Kirche und innerhalb der Freikirchen. Und diese erweckten und konservativen Kreise sagten, nein, wir müssen im Anblick der Moderne, der Technik und dieser ganzen Herausforderung am gesamten biblischen Zeugnis festhalten können, nichts davon hinter uns lassen. Und somit versuchten sie, an diesen Dingen vehement festzuhalten. Und jetzt schlägt sich auch der Bogen zu dem, wo ich eigentlich hinaus möchte. Nämlich dadurch, dass sie daran festgehalten sind, haben sie bemerkt, dass die Welt um sie herum immer feindlicher wurde. Also gottfeindlicher wurde. Die Welt hat sich immer weniger für diese Glaubensinhalte und für diese Themen interessiert und deswegen wollten sie diese Dinge hinter sich lassen. Und was die Christen somit gemacht haben, ist, sie sind im Endeffekt aus der ihr bekannten Welt rausgeflohen. Run. Und das nicht örtlich oder irgendwie, sondern vielmehr gedanklich. Sie wollten nicht Teil von dieser säkularen, gottfeindlichen, vielleicht sogar dämonischen, bösen, modernen Welt sein. Denn diese Welt ist eh verloren. Und ich glaube, an dieser Stelle hat diese Kritik, dass wir Christen Ewigkeitsvertröster sind oder weltfremd geworden sind oder was auch immer, tatsächlich ihre Berechtigung. Nämlich, dass das passiert ist, halte ich für einen Fehler. Das heißt, beim ersten Grund würde ich sagen, wir Christen, wir müssen von Ewigkeit sprechen. Ewigkeit ist ein ganz zentrales Thema für unseren christlichen Glauben. Und deswegen dürfen wir das nicht einfach hinter uns lassen. Aber im zweiten Grund finde ich die Kritik durchaus sehr, sehr berechtigt. Wir als Christen dürfen keine Weltflucht-Christen sein. Und ich möchte euch jetzt in einem kurzen Fazit sagen, warum ich das glaube. Zuallererst können wir auf Jesus gucken. Jesus selber hatte seine 12 Jünger und noch einige andere, die ihm nachgefolgt sind. Und es gibt in Johannes 17 ein sehr, sehr beeindruckendes Gebet, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Lest euch bei Gelegenheit mal gerne durch. In diesem Gebet betet Jesus für seine Jünger. Und in diesem Gebet betet er für die Jünger und sagt, Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und Jesus verlässt seine Jünger dann, er wird gekreuzigt, er stirbt, steht zwar am dritten Tage wieder auf, aber wird dann in den Himmel emporgehoben und ist somit nicht mehr leiblich unter ihnen. Aber er nimmt seine Jünger nicht mit, sondern er lässt sie ganz bewusst hier in dieser Welt, weil sie eine Aufgabe haben in dieser Welt. Eine Aufgabe haben, in die er sie hineingesandt hat. Und so gilt es uns auch heute. Denn wir Christen sind auch in diese Welt hineingesandt, um einen Auftrag wahrzunehmen, beziehungsweise mehrere Aufträge. Aber zusammenfassend lässt sich erstmal dieser erste eine Auftrag damit, dass wir als Christen in dieser Welt die Aufgabe haben, andere Menschen zu lieben. Und andere Menschen zu lieben bedeutet natürlich, ihnen irgendwo auch von diesem Jesus weiterzuerzählen. Das ist definitiv auch ein Auftrag von uns. Aber andere Menschen zu lieben bedeutet auch, andere Menschen einfach mal so anzunehmen, wie sie sind. Andere Menschen die Hand hinzustrecken, für andere Menschen da zu sein. Vielleicht auch für Menschen da zu sein, für die niemand sonst da ist. Und andere Menschen zu lieben bedeutet nicht, sich hinzustellen und zu sagen, hey, jetzt heul nicht rum,
ist alles nicht so schlimm, im Himmel wird alles besser. Das ist nicht andere Menschen lieben, sondern das ist eher lieblos. Das ist eher nicht wirklich auf die Person eingehend, die vor einem stehen, irgendwie in Betracht zu ziehen, was diese Person denkt oder auch irgendwo fühlt. Sondern wir haben die Aufgabe, bei anderen Menschen zu sein, ihnen die Hand zu reichen und so einen Unterschied in dieser Welt und durch diese Welt zu machen. Und uns Christen, uns wurde auch ganz oft vorgeworfen, dass der Umweltschutz nicht bei uns so groß ist. Und das hängt sicherlich auch mit diesem Thema zusammen, dass Christen in der Moderne eher eine Weltflucht betrieben haben und somit irgendwie sich weniger um die Umwelt und weniger um diese Welt irgendwo gekümmert haben. Und eigentlich passt das gar nicht zu uns Christen. Gerade die Klöster und aber auch andere christliche Organisationen oder Kirchen oder was auch immer waren immer ganz stark darauf bedacht, die Natur ernst zu nehmen und diese Welt ernst zu nehmen. Und als quasi dann in dieser Moderne irgendwo so eine christliche, gedankliche Weltflucht passiert ist, hat man irgendwie auch die Welt versucht, so gedanklich hinzulassen, weil man gesagt hat, es gibt eher eine neue am Ende. Was interessiert mich diese Umwelt? Warum soll ich Umweltschutzauflagen beachten oder warum soll ich mich für die Umwelt einsetzen oder Geld dafür sammeln oder was auch immer? Und das ist auch falsch. Nämlich einer der ersten Aufträge, den Gott Adam, dem ersten Menschen, gegeben hat, war, du musst auf diese Welt aufpassen. Du musst dich um diese Schöpfung kümmern. Und das gilt uns heute noch genauso. Und klar, diese Welt hat viele Schattenseiten und viele Dunkelheiten. Und die treten auch heutzutage wirklich ganz stark irgendwo hervor. Aber wir als Christen, wir haben genau da die Aufgabe, Licht zu sein. Und dieses Licht strahlt nun mal am hellsten wo, nämlich in der Dunkelheit. Und dort gehören wir Christen nämlich auch irgendwo hin. Nicht, dass wir von der Dunkelheit eingenommen werden, sondern vielmehr, dass wir unser Licht scheinen lassen, mitten in dieser Dunkelheit. Und deswegen auf gar keinen Fall die Aufgabe haben, aus dieser Welt zu fliehen. Das heißt, sind wir Christen nun Ewigkeitsvertröster? Ja und nein. Natürlich gehört Ewigkeit und Himmel ganz stark zu unserem Thema. Gleichzeitig dürfen wir aber keine Weltflüchtigen sein, die irgendwie diese Welt komplett egal ist, sondern wir müssen unsere Verantwortung als Christen und als Kirche heute hier in dieser Welt wahrnehmen und ernst nehmen und so einen Unterschied machen und somit das Licht Christi leuchten lassen hier in dieser Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Hey, und wir sind am Ende von diesem Video angekommen. Gerne klick dich noch hier irgendwo auf diese anderen Videos rein, aber lass mich mal unten in den Kommentaren wissen, ob du schon mal als ein Ewigkeitsvertröster bezeichnet worden bist oder ob du diesen Gedanken schon mal irgendwo begegnet bist. Schule, Uni, wo auch immer, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.